Finn Kliman war in Syrien. Neue Xbox ohne Laufwerk kommt. Und der YouTube-Algorithmus hat mal wieder so richtig verschissen. Ich bin Phil und das hier ist Roundup. Was geht ab, Freunde des Internets? Willkommen zur Mittwochsausgabe von Roundup. Wenn euch das Video gefällt oder wenn ihr mich unterstützen wollt, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und teilt das Video. Aber quatschen wir gar nicht lang um den heißen Brei herum, kommen wir zum Kommentar des Tages. In der Folge gestern, die ihr jetzt natürlich oben im i findet, ging es ja unter anderem auch um einen neuen YouTube-Rekord, den BTS aufgestellt hat. Und ich wollte von euch wissen, was macht für euch K-Pop aus? Und da sind wieder unfassbar viele Kommentare zusammengekommen, dafür auf jeden Fall schon mal vielen, vielen lieben Dank. Aber Kommentar des Tages kann auch heute natürlich wieder nur eine Person werden und das ist die gute Miriam Rabe. Mich fasziniert an K-Pop die verschiedenen Bands mit ihren verschiedenen Konzepten, so dass für jeden was dabei ist. Zudem ist die Fangemeinde extrem toll. Ich bin auch sehr froh, dass Lieder aus der K-Pop-Szene bisher noch nicht im Radio gespielt werden und die Lieder einem dadurch nicht nach einer Weile auf den Sack gehen. Ich habe den Kommentar jetzt ein bisschen abgekürzt, weil ich nicht möchte, dass ich hier den kompletten Rahmen sprenge, weil wir wollen jetzt ja auch anfangen mit den Themen. Finn Kliman hat heute bekannt gegeben, dass er vor kurzem in Syrien war. Und das zusammen mit Skate Aid und den SOS Kinderdörfern. In Syrien wurde nämlich ein neuer Skatepark für die Kids gebaut und da war Finn eben mit dabei. Allerdings ist es gar nicht so einfach nach Syrien zu kommen. Erstens, weil es da immer noch relativ gefährlich ist. Und zweitens, weil man dort nicht direkt hinfliegen kann. Zurück aus Syrien. Kein Scheiß, ich war da wirklich übers Wochenende. Ich habe das jetzt noch nicht gepostet, weil man das immer ein bisschen zeitversetzt macht. Da drüben ist immer noch nicht sicher. Es werden Leute gekidnappt. Es gibt eine ganz klare Einreisewarnung. Du kannst gar nicht nach Syrien fliegen. Du musst in Libanon fliegen und dann mit dem Auto über die Grenze nach Damaskus fahren. Denn da hat Skate Aid einen Skatepark gebaut, zusammen mit den SOS Kinderdörfern. Und ich durfte mit mir das Ding angucken und ein bisschen mithelfen. 8 Skateparkbauer waren schon einen Monat vorher da. Nächsten 4 Tage bin ich mit euch in Syrien. Es waren unglaubliche Tage. Da habe ich hier einen Kaffee gekriegt. Sowohl bei Finn Kliman als auch bei Skate Aid könnt ihr demnächst dazu mehr sehen. Das ist auf jeden Fall ein Projekt, welches ich persönlich extrem interessant finde. Weitere Infos zu diesem Thema findet ihr natürlich nochmal verlinkt unten in der Videobeschreibung. Microsoft hat eine neue Xbox angekündigt und zwar ohne Laufwerk. Hä? Ja. Die Konsole nennt sich Xbox One S All Digital Edition. Damit ist es natürlich keine komplett neue Konsole, sondern eine Xbox One ohne Laufwerk. Die Digital Edition richtet sich an alle Spieler, die es nicht mega geil finden, sich Spiele noch physisch zu kaufen und in den Händen zu halten. So wie ich. Ich bin altmodisch. Und erscheinen wird die Konsole bereits am 7. Mai zu einem UVP von 230 Euro. Zum Vergleich, eine normale Xbox One mit Laufwerk kostet um die 200 Euro. Die All Digital Edition kommt allerdings gleich noch mit 3 Spielen dazu. Und das sind Minecraft, Sea of Thieves und Forza Horizon 3. Die 3 Games dann aber natürlich in der digitalen Version, ist klar. Des Weiteren bewirbt Microsoft den Xbox Game Pass, mit dem man ja ein bisschen mehr als 100 Spiele spielen kann zu einem Preis von ja um die 10 Euro pro Monat. Und beim Game Pass gibt es dann wirklich neue Spiele, aber auch alte Klassiker von alten Xbox-Versionen. Für Gamer, die wirklich viel Verschiedenes zocken wollen, ist das auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Damit die All-Digital-Xbox auch wirklich Sinn für einen macht, braucht man natürlich eine wirklich stabile und gute Internetleitung. Für alle, die diese nicht haben, sollten auf jeden Fall, wenn sie sich trotzdem eine Xbox holen möchten, die normale Xbox mit Laufwerk holen. Was sind eure Gedanken zu diesem Thema und könntet ihr euch vorstellen, eine Konsole zu kaufen, komplett ohne Laufwerk? Lasst mich das mal gerne wissen. Meinungen, Gedanken wie immer unten rein in die Comments. Wir wissen alle, der YouTube-Algorithmus ist kein Stück perfekt, aber immer wieder kommt es zu kleineren Vorfällen, bei denen man wirklich merkt, okay, die ganze Technik steckt noch wirklich in den Kinderschuhen. Seit einiger Zeit blendet YouTube ja unter vermeintlichen Fake News oder Verschwörungstheorien-Videos Infokarten ein mit Informationen, die das Thema richtig stellen sollen, damit sich eben Fake News oder Verschwörungstheorien nicht weiter verbreiten. Das ist eine coole Sache. Funktioniert aber natürlich noch nicht zu 100% richtig. Und jetzt zum Notre-Dame-Feuer gab es eben auch wieder so einen Infokartenvorfall,
der ein bisschen missglückt ist. Der YouTube-Algorithmus war mal wieder fleißig am Scannen und hat dann Videos und Livestreams entdeckt vom Notre-Dame-Feuer und hat sich dann gedacht, oh Moment, das ist doch Fake News, das ist eine Verschwörungstheorie. Und hat dann tatsächlich fälschlicherweise das Ganze mit dem 9/11-Anschlag in Verbindung gebracht. Wie das genau passieren konnte, ist tatsächlich noch nicht bekannt. YouTube hat allerdings schnell reagiert und ganz schnell diese Karten wieder weggenommen. Peinlich ist es trotzdem. Auch dieser Vorfall zeigt mal wieder gut, dass diese neuen technischen Hilfsmittel zwar eine coole Sache sind, aber ohne Überprüfung von Menschen einfach nicht funktionieren. Ich sag dazu nur Hashtag Uploadfilter. Was sind eure Meinungen, Gedanken zu diesem Thema? Lasst es mich gerne wissen unten in den Comments. Und das Thema zu nachlesen findet ihr natürlich auch nochmal unten verlinkt in der Videobeschreibung. Freunde, das war's mit der Mittwochsausgabe von Roundup. Gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und teilt das Video, wenn euch das Teil hier gefallen hat. Und schaltet morgen zur nächsten Folge Roundup wieder rein. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns morgen. Bis dahin, peace and out. Küsschen aufs Nüsschen, euer Phil. Ich bin raus.